Du hast es einmal getan und du musst es wieder tun. Und damit herzlich willkommen zu Ad Infinitum, einem wunderschönen Horrorspiel aus dem Hause Deutschland. Ich habe leider vergessen, welcher Entwickler, aber das findet man auch so raus. Also ein kleines Indie-Horrorspielchen und wir sehen, wenn man sich ein bisschen hier umguckt, ungefähr die 1920er Jahre, also der Erste Weltkrieg. Und wir sollen uns umschauen. Seit Monaten hast du die langweilige Aussicht auf die Tabellen verflucht. Jetzt wünschtest du, du müsstest deinen Unterstand nie verlassen. Was haben wir hier noch? Einen schönen Brief. Was ich nicht lesen kann. Schade. Naja, wir sind hier auf jeden Fall in einem Unterstand und das sieht ja auch so ein bisschen aus, als wäre es hier nicht unbedingt sehr heimelig. Aber naja, wir haben eine Kerze und schau mal. Wir haben ein paar Vögelchen. Dir die Hände an, ey. Ach, nee. Ja, ich glaube, es ist wichtig, oder? Naja, komm. Wir gehen da mal dran. Morgengrauen. Tagebuch. Dein Tagebuch. Du würdest es nie aus der Hand nehmen. Nehmen wir mal mit. Morgengrauen. Er hat es wirklich getan. Es hat die Order zum Sturm gegeben. Du weißt nicht, um wem du mehr Angst hast. Um dich oder um ihn. Okay. Irgendetwas ist hier auf jeden Fall los. Morgengrauen. Die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraden. Order Morgengrauen. Okay, das klingt nicht gut. Wo sind wir denn hier? Im Feldzug im Westen. Ah. Sie wollen, dass ihr den Graben der Franzosen stürmt. Du betest, dass du dich irrst, aber es fühlt sich an wie ein Todesurteil. Ich glaube, das wollen wir nicht. Aber wer will schon gerne im Krieg sein, ne? Ah, gibt's bestimmt welche, aber niemand, der den Krieg wirklich gesehen hat. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Okay. Steht da. Verzweiflung. Sie kommt immer wieder. Was die... Was? Okay, schade. Weiter kann ich nicht. Der Himmel mir alles... Haar und Zahn und Fleisch. Solltest du mir... Was? Was? Schade. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von diesem Text gesehen. Leid. So still... Ne, so... In was? Naja, ich kann leider nicht so gut kursiv lesen. Vor allen Dingen nicht diese alte, das ist ja beinahe Sütterlin-Kursiv. Naja, wenn du um Hilfe funkst, statt zu kämpfen, wird man dich als Deserteur verhaften. Okay, stimmt natürlich. Oh. Das sieht nicht gut aus hier. KV, die blaue Taube. Eine Kunstausstellung hat nie stattgefunden. Du bist das letzte Mitglied der blauen Taube. Oh... Die kenne ich sogar, die blaue Taube. Das ist eine Künstlerbewegung. Sieht man vielleicht auch daran. Aber das war so diese neue Moderne in der Zeit. Aber viel mehr weiß ich da nicht mehr von. Ist so aus der 11. 12. Klasse haben wir das mal besprochen. Viel ist nicht hängen geblieben, leider. Du wolltest eine Karte nach Hause schreiben, aber dir fehlten die Worte. Nun ist es zu spät.
Hier schläft jemand. Irgendwo schläft hier jemand. Hier wurde etwas repariert. Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Das ist eine Flüstertüte. Ja, okay, ich glaube Operation Morgengrauen. Zu den Waffen! Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Na, bereit werden! Ja, ich bin unterwegs, Mann. Wer hat denn hier so eine unheilige Hast? Brauchen wir die überhaupt? Ja, ne. Ich glaube schon. Gewehr, Modell 98, geladen und entsichert. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, das soll hilfreich sein. Drücke R, um das Gewehr auszurüsten oder abzulegen. Drücke O, um zu schießen und zu zielen. Das kennen wir, glaube ich. Das haben relativ viele Spiele so. Ich hoffe, wir brauchen das nicht so oft. Ich bin nicht sehr gut da drin. Türen. Drücke, um Türen zu greifen und bewege die Maus, während du die Tür gedrückt hältst. Okay. Oh nein. Ich freue mich ja jetzt schon. Naja, bisher ist es ja in Anführungszeichen nur Krieg. Vermutlich. Zug 1, antreten! Bin ich Zug 1? Was ist das denn? Zur Front. Nee. Gehen wir mal nicht. Zug 3, antreten! Zum Krater. Gesperrt. Okay, ich glaube, ich sehe warum. Okay, wir gehen mal rüber. So. Berliner Straße, ja schön. Man könnte auch. Ja. Ah, ist ein bisschen laut hier gerade. Nö, da will ich nicht lang. Nö, nö. Das klingt alles nicht so geil da oben. Von der Seite! Links rum! Nö, nö. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, in so einer Situation zu leben. Achtung, Feindfeuer. Ja, das höre ich. Schlammweg. Oh, oh. Da oben rennen sie. Die Morituri. Die Todgeweihten. Kopf runter, okay. Ja, das machen wir wohl nicht mehr. Oh Gott. Leitern sind so langsam. Oh, hi. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, wir müssen da unten rennen, oder? Ich renn mal los. Ich renn einfach, ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ich weiß noch nicht mal, wo der Feind ist. Oh, aua! Lass das wohl. Französischer Soldat? Französischer Soldat? Ich glaube, du
verlierst doch den Bezug zur Realität, wenn du in sowas lebst. Hast du die Schreibmaschine? Was ist hier los? Alter! Au! Au. Bitte. Kollege. Das ist nicht... Der geht einfach. Ad infinitum. Und ja, das Logo ist eines der Gründe, warum es mich zu dem Spiel hingezogen hat. Ich finde das so gut. Kapitel 1, Verzweiflung. Dieser Wahnsinn muss aufhören, hörst du? Hä? Ich habe einen Erfolg bekommen, gehe den Weg der Verzweiflung. Was man so zurückgekehrt nennt, ne? Zündhölzer. Ein Streich. Ein Funke genügt. Nehmen wir mal mit. Ist bestimmt wichtig. Kompaniefoto. Natürlich keine Gesichter mehr zu erkennen. Wieso haben wir unseren Schreibtisch so stark abgeschlossen? Guck mal. Ne, das fasse ich nicht an. Was war denn da mit der Lupe los? Zinnsoldat. Der Zinnsoldat hat seine Männer im Griff. Ja, Krieg ist immer ein Spiel, ne? Immer schön. So, ich weiß nicht, ob man irgendwie unendlich von diesen Zündhölzern hat oder nicht, aber... Paul, naja. Ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie Acht. Dein Bruder. Da steht ein ganz anderer Text drauf. Naja, wie gesagt, es ist ein Indie-Spiel. Wir müssen da nicht unbedingt alles auf die Goldwaage legen. Ein bisschen wird draufgelegt werden, das ist kein Problem. Hoffentlich, für mich zumindest. Vor allem dieses bewege die Maus, um diese Türen zu öffnen. Irgendwann können wir das. Oh. Spielzeuggewehr. Das abgenutzte Spielzeuggewehr hat schon viele Kriege überstanden. Schön. Ja. Okay. Das wollen wir uns also nicht genau angucken. Genau wie das Messer, denke ich. Dolch. Der Dolch wiegt schwerer, als er aussieht. Und, schönes Licht. Können wir den nicht mitnehmen? Ich habe das Gefühl, dass der wichtig ist. Naja, wir gehen, glaube ich, mal zu unseren Eltern. Glaube ich zumindest. Wow. Es tut mir leid, Paul. Und jetzt raus mit dir, du Dieb. Du bist nicht mein Sohn. Was? Was ist da los? Ich fühle mich jeden Tag schlechter.
Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Schmerzen. Oh, ich freue mich auf das Spiel. Oh ja, ich habe so die Befürchtung, dass das hier ganz, ganz grausam werden kann. Das Zimmer deines Bruders ist versperrt, doch du hast etwas gesehen. Aber es kann nicht sein, oder? Oh, wow. Okay, es ist nur eine Baustelle. Was war denn da? Ein Zahnrad. Es riecht nach Öl. Nehmen wir mal mit. Habe ich mir auch gedacht, das brauchen wir auf jeden Fall. Berlin, den 4. Oktober 1918. Betrifft Installation einer Aufzugsanlage. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Grubert, stellvertretender Direktor, Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Berlin. Okay, kriegen wir einen schönen Aufzug hier. Voll cool. Ist das hier unser Wohnhaus? Das Familienhaus? Auf jeden. Oh, schön. Ja, nein. Ist das unser Wohnhaus? Und warum haben wir so viele Flaschen? Ich meine, die Mutter hat anscheinend irgendeine Krankheit, haben wir gerade gesehen, gehört. Und die kriegt viele Spritzen. Und das Morphium wurde damals halt auch verspritzt. Wird auch heute noch, davon ab. Aber, naja. Okay, guten Tag. Gehen wir da lang? Ich muss noch mal gucken, ob da was ist. Da. Ach ja, schön ist das hier. Und sonst, wie geht's euch? Ich habe lange keinen Horror mehr gespielt. Ich freue mich drauf, also so richtigen Horror. Ich habe gerade ein bisschen mit Bramble angefangen. Ich bin noch nicht so weit, tut mir leid. Aber... Waren wir Paul am Anfang? Der im Stacheldraht verendete? Mein Papagei frisst keine harten Eier. Er ist ein selten dummes Vieh. Ich lass den da mal hinten Papageien. Was haben wir da? Eine Flasche Brandy? Karte aus St. Balbin. Mein Schwesterchen, wie geht es dir? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen, aber das Hausmädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch herumgeschrien, aber ich konnte nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn am falschen Haus? Warum meldest du dich nicht mehr? Hast du die Spieluhr bekommen? Ich weiß noch, wie wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen und die goldenen Vögelchen bewundert haben im Café von Maman und Papa. Maman, Entschuldigung. Wenn es zu schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es den Kindern? Bitte melde dich. St. Bobin, den 3. Mai 1908, Julie. Schade, dass das alles dieselben Briefe sind. Irgendwie komisch. Ich glaube, dass das nicht soll. Ich hoffe, dass das... Das heißt, ich hoffe, dass das gepatcht wird. Wir sind da eh schon zu weit. Orchestrienrolle? Notenrolle? Ein Marsch zu Ehren unseres großen General Lothar von Schmidt. Okay. Kriege ich das Ding wieder aus? Er ist der schönste aller... Okay, gut. Entschuldigung, also ich weiß, das Lied ist super schön und ein Allzeit-Klassiker, aber ja. Ist auch nichts, was haben wir da? Meine liebe Mutter, wenn ich die Kanonen donnern höre, dann bin ich Papa nicht mehr böse.
dann mache ich mir Sorgen um euch alle. Meldet sich der Paul bei dir? Mir schrieb er kein einziges Mal zurück. Johannes.